Wie gut kennst du wirklich die Bewohner des Kontinents Tamriel? In diesem Einsteigervideo werden wir einige der geheimen Dinge enthüllen, die kaum jemand über Tamriel weiß. Dabei wird es auch für erfahrene The Elder Scrolls Fans einige Dinge geben, die sie noch nicht kannten. Von den Khajiit in Elsweyr bis hin zu den Dunkelelfen in Morrowind, wir werden alles erkunden. Mit diesem Video möchte ich euch den ultimativen Überblick über Tamriel geben, seine größten Geheimnisse, wichtigsten historischen Ereignisse und größten Völker. Wenn dir solche Lore-Videos gefallen, dann zeig es mit einem Like und abonniere gerne kostenlos meinen Kanal. So werden dir meine Videos häufiger auf deiner Startseite vorgeschlagen. Dieses Video wird euch präsentiert von meinen Freunden von Holy Energy. Ich weiß, dass viele von euch besorgt sind über die vielen künstlichen Inhaltsstoffe in Energy Drinks, wie Zucker, Taurin oder künstliche Aromen. Das alles kommt bei Holy nicht vor. Stattdessen gibt es hier 100% natürliche Fruchtaromen und Farben. Das heißt, Holy schmeckt super fruchtig und erfrischend. Und das Beste? Es gibt nur 4 Kalorien auf 100 Milliliter. Eine Dose Holy enthält 50 Portionen und kostet nur 80 Cent pro Portion. Ihr wollt lieber auf Koffein verzichten und trotzdem einen nachhaltigen und zuckerfreien Softdrink probieren? Dann sind die Eisteesorten von Holy Energy etwas für euch. Also, wenn ihr auf der Suche nach einem gesunden und leckeren Energy-Drink seid, dann probiert doch mal Holy aus. Ihr werdet wirklich begeistert sein. Unten im angepinnten Kommentar findet ihr dazu den Link. Bevor wir uns Tamriel zuwidmen, werfen wir einen Blick auf die Kosmologie von Nirn. Nirn ist der Planet, auf dem die Handlungen der Elder Scrolls Spiele stattfindet. Der Planet ist der Mittelpunkt von Mundus, dem sterblichen Reich, das von den sogenannten Aedran geschaffen wurde. Einfach gesagt handelt es sich bei den Aedra um die Götter. Doch die Bezeichnung wird nicht ganz ihrer Komplexität gerecht. Vielmehr handelt es sich um Wesen, die gemeinsam Nirn aufgrund des Wunsches von Lorcan erschufen. Hierzu gibt es verschiedene Theorien und jedes Volk von Tamriel hat seine eigene Geschichte dazu. Was hier wahr und was falsch ist, bleibt wie so häufig in der Welt von The Elder Scrolls eine reine Interpretation und Auslegung der alten Texte. Mundus wird umgeben von den Sphären Aetherius und Oblivion. Aus Aetherius sickert die Magicka nach Mundus und erlaubt es so den Bewohnern von Nirn, Magie zu wirken. Oblivion ist die Sphäre der Daedra. Wieder stark vereinfacht handelt es sich bei den Daedran um die Gegenspieler der Aedra. Häufig werden sie als böse dargestellt. Und die Verehrung der 17 bekannten Daedra-Prinzen ist auf Tamriel weitestgehend verboten. Fälschlicherweise wird häufig angenommen, dass ganz Oblivion nur die Ebene von Merunes Dagon ist, dem Antagonisten aus The Elder Scrolls 4 Oblivion. Seine Ebene, die Totenländer, ist jedoch nur eine Ebene von Tausenden in Oblivion. Nirn selbst wird von 2 Monden, Sekunda und Marsa, umkreist. Zu diesen beiden Monden gibt es wieder eine Vielzahl von Mythen und Legenden. In der Mythologie der katzenähnlichen Khajiit spielen die Monde eine wichtige Rolle. Die Mondphasen bestimmen auch darüber, welche Form ein Khajiit bei seiner Geburt annimmt. Auf Nirn selbst gibt es verschiedene Kontinente, die jeweils ihre eigene Geschichte und Kultur besitzen. Schauen wir uns diese Kontinente nun etwas näher kurz an. Fangen wir an mit einem Kontinent auf dem Planeten Nirn, der weitestgehend als ziemlich exotisch beschrieben wird. Arkavir ist ein Kontinent, der östlich von Tamriel liegt. Er ist von einer Vielzahl von Völkern bewohnt, darunter die Zaesiki, die Karpotun, die Tangmo und die Kamal. Die meisten dieser Völker sind den Menschen von Tamriel unbekannt, da es nur wenig Kontakt zwischen den beiden Kontinenten gibt. Nördlich von Tamriel liegt Atmora. Er ist die Heimat der ursprünglichen Nord, die später nach Himmelsrand auswanderten. Atmora ist ein kaltes und unwirtliches Land, das von Eis und Schnee bedeckt ist. Auf Nirn gibt es einen schwachen, aber anhaltenden Klimawandel. Über die Jahrtausende ist der Planet kühler geworden. Gelehrte vermuten, dass die Nord aus Atmora flohen, weil der Kontinent nicht mehr lebensfreundlich war. Ganz westlich von Tamriel befindet sich der Kontinent Yo-Kuda.
Er war die Heimat der Rotwadonen und wurde durch eine Katastrophe namens Versenkung von Yokuda zerstört. Die Überlebenden flohen nach Tamriel und gründeten dort die Provinz Hammerfell. Übrigens sind die meisten Karten von Nörn nur Interpretationen. Wir wissen nicht, wie die anderen Kontinente aussehen. Lediglich Yokuda wurde von den Gelehrten Tamriels vor seinem Untergang kartografiert. Altmeres ist ein uralter Kontinent, der einst die Heimat der Altmer war, einem uralten Elfenvolk, das als Vorläufer aller modernen Elfen gilt. Die genaue Lage von Altmeres ist unbekannt, da der Kontinent vor langer Zeit von einer mysteriösen Katastrophe zerstört wurde und danach von den Altmern verlassen wurde. Es wird jedoch angenommen, dass die Inseln von dem Tzitschik-Orden genutzt wurden, um ihre Magie zu perfektionieren. Die Altmeri-Kultur hat ihre Spuren auf ganz Tamriel hinterlassen und ihre Einflüsse sind in architektonischen Stilen, Kunstwerken und sogar in der Sprache zu finden. Kommen wir nun zum wichtigsten Kontinent des Planeten. Tamriel ist der Name des Kontinents, auf dem die Handlung der meisten Elder Scrolls-Spiele stattfindet. Der Kontinent ist von einer Vielzahl von Landschaften geprägt, darunter Wälder, Berge, Wüsten und Sümpfe. Er ist auch Heimat von vielen verschiedenen Völkern, die jeweils ihre eigene Kultur, Religion und Geschichte haben. Insgesamt 9 Länder oder Provinzen gibt es auf Tamriel, die wir uns nun näher ansehen werden. Eisige Landschaften, hohe Berge, tiefe Wälder und weite Ebenen prägen Himmelsrand. Hier leben die Nord, ein stolzes und kriegerisches Volk, das sich durch blonde Haare, blaue Augen und eine beeindruckende Statur auszeichnet. Die Nord sind bekannt für ihre Tapferkeit, ihren Freiheitsdrang und ihren Glaube an die Ehre. Die Geschichte von Himmelsrand geht bis in die meretische Ära zurück, als die Schneeelfen hier noch heimisch waren. Doch dann wurden sie von den Atmorern vertrieben, den Vorfahren der heutigen Nord. Die Atmorer gründeten das erste nordische Reich unter dem legendären Held Yskramor und seinen Söhnen. Sie errichteten auch die ersten Siedlungen und bauten viele monumentale Steindenkmäler, wie zum Beispiel die Hügelgräber, die man überall in Himmelsrand finden kann. Die Nord waren auch wahrscheinlich die ersten Menschen, die mit den Drachen in Kontakt kamen und diese verehrten. Doch diese Verehrung schlug bald in Furcht um, als die Drachen begannen, die Menschen zu unterdrücken. Dies führte zum berühmten Drachenkrieg, in dem sich einige mutige Nord gegen ihre ehemaligen Herren erhoben und sie mit Hilfe der Stimme besiegten. Nach dem Drachenkrieg verlagerte sich der Schwerpunkt des Nordischen Reiches nach Windhelm. Von dort aus expandierten die Nord nach Morrowind, Cyrodiil und Hochfels. Im Lauf der Zeit verlor Himmelsrand viel von seiner einstigen Macht und Größe. In der 4. Ära erlebte Himmelsrand eine neue Krise, den großen Krieg zwischen dem Mede-Kaiserreich und dem Talmor-dominierten Altmeri-Bund. Der Krieg endete mit dem Weißgold-Konkordat im Jahr der 4. Ära 175, das unter anderem den Glauben an Talos verbot. Talos war einst ein nordischer Held namens Tiber Septim, der das zweite Kaiserreich gründete und später zu einem Gott aufstieg. Viele Nord empfanden dieses Verbot als eine Beleidigung ihrer Tradition und ihrer Ehre. Dies führte zum Aufstand des Jarls Ulfric Sturmmantel von Windhelm gegen den kaiserlichen Jarl Torrik von Einsamkeit im Jahr der 4. Ära 201. Der Aufstand löste einen Bürgerkrieg aus zwischen den Sturmmänteln und den Kaiserlichen. Der Bürgerkrieg wurde noch komplizierter durch das Auftauchen eines mysteriösen Individuums namens Dovahkiin oder Drachenblut im Jahr der 4. Ära 201. Dieser Held hatte die Fähigkeit, die Stimme zu nutzen, wie einst Yskramor oder Tiber Septim. Er war auch dazu bestimmt, Alduin zu besiegen, einen mächtigen Drachen, der als Weltenfresser bekannt war, bevor er Tamriel vernichten konnte. Im Nordwesten von Tamriel liegt die Provinz Hochfels. Die Bretonen sind die Hauptbewohner der Region und haben sie in mehrere Stadtstaaten und Königreiche unterteilt, die oft miteinander im Krieg liegen. Hochfels ist bekannt für seine vielen kleinen Dörfer und Städte sowie für die finsteren Burgen, die auf den Hügeln und Felsen um sie herum stehen. Die Landschaft ist hügelig und geht in den Wäldern und Binnenlanden immer mehr in Berge über.
Die Bretonen sind das Ereignis einer Kreuzung zwischen der Dereni-Dynastie, die sich in der ersten Ära in Hochfels niedergelassen hat, und der örtlich-nedischen Bevölkerung. Durch die Vermischung mit elfischen Genen verfügen die Bretonen über eine besondere Affinität zu Magie. Doch gehört auch die Widerstandsfähigkeit zu ihrem Erbe. Die bretonische Kultur unterliegt dem Feudalsystem, das sie vor ihren früheren Oberherren, den Dereni, geerbt haben. Die vorherrschende Religion in Hochfels ähnelt der Anbetung der neun Göttlichen, zusammen mit drei elfischen Gottheiten, Magnus, Ifre, Fenasta und Sheor, der nur bei den Bretonen vorkommt, obwohl die meisten Gelehrten darin übereinstimmen, dass er ein Ableger der nordischen Gottheit Shor ist. Ihr Glaube ist jedoch oft locker und ihre religiöse Mäßigung hat sie in der ersten Ära zum Krieg gegen den Alessianischen Orden getrieben. In der Nähe von Hochfels finden wir auch Orsinium, auch bekannt als Nova Orsinium. Hierbei handelt es sich um eine Stadt der Orks in Hochfels. Die Stadt ist bekannt für ihre turbulente Geschichte und die Kämpfe gegen benachbarte Königreiche. Obwohl sie unter der Herrschaft und dem Schutz des Kaiserreiches stand, wurde Orsinium in der Vergangenheit nicht vollständig von den anderen Herrschern akzeptiert. Die Orks, auch bekannt als Orsimer, sind hauptsächlich in den Wotagischen und Drachenschwanzbergen beheimatet. Die Bezeichnung Orsimer bedeutet in etwa fehlerhaft oder auch verdorbene Elfen, wobei die Endung mehr im gesamten The Elder Scrolls Universum für die elfischen Spezies steht. Orks sind bekannt für ihre Kampfkraft und ihr Durchhaltevermögen in Notlagen. Orsinium wurde erstmals in der ersten Ära gegründet. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich zu einer Regionalmacht, die andere Königreiche in der Iliakbucht bedrohte. Das bretonische Königreich Dolchsturz und das rotwardonische Königreich Sentinel verbündeten sich und belagerten gemeinsam die Festungsstadt Orsinium. Es dauerte 30 Jahre, bis die verbündeten Reiche den Sieg errungen und Orsinium vollständig vernichtet hatten. Für die Orks dauerte es wiederum hunderte Jahre, bis ein mächtiger Orsimer, der Ork-Kriegerfürst Gurtvuk-Gro-Nargom, im Jahr der dritten Ära 399 Anspruch auf das Gebiet erhob. Er musste sich gegen den bretonischen Fürsten Bovin durchsetzen, um vor einem kaiserlichen Richter die Gebiete des ehemaligen Orsinium zugesprochen zu bekommen. Er benannte seine Länderei nach dem alten Orsinium, zur Unterscheidung jetzt in Nova Orsinium um. Noch heute ist Orsinium ein wichtiger Teil der Geschichte und Kultur der Orks. Sie haben sich gegen viele Widrigkeiten durchgesetzt und sind heute ein respektierter Teil der Gemeinschaft in Tamriel, wenn es doch viele Vorurteile gegenüber sie gibt. Hammerfell ist ein wildes und unwirtliches Land, das von der Alikre-Wüste geprägt ist. Die Wüste erstreckt sich über weite Teile der Provinz und ist von Sanddünen, Felsen und Oasen durchzogen. Hier leben die Rotwardonen, ein kräftiges und hartes Menschenvolk, das seit jeher für seine Kampfkunst und seine Fähigkeit im Umgang mit Waffen bekannt ist. Kein Wunder, schließlich haben sie die Orks, die zuvor die Provinz bewohnten, vertrieben und sich so den Platz als größte Krieger der bekannten Welt gesichert. Die meisten Städte in Hammerfell liegen an der Küste, wo auch der Großteil der Bevölkerung lebt. Die Hafen- und Handelsstädte sind wichtige Knotenpunkte im Handel und Transport von Waren, die von und nach Hammerfell gebracht werden. Das Landesinnere ist dünn besiedelt, mit kleinen Höfen und armen Tierhaltern. In der Alikre-Wüste selbst leben nur Nomaden, die mit ihren Tieren von Oase zu Oase ziehen. Aber auch räuberische Nomaden machen das Leben in und an den Oasen schwer. Hammerfell grenzt an Himmelsrand, Cyrodiil und Hochfels. Im Norden liegen die Drachenschwanzberge, die hauptsächlich von Orks bewohnt werden. Die Rotwardonen haben in der Geschichte immer wieder gegen die Orks gekämpft. Sie sind stolz auf ihre Kampfkunst und sehen sich als Beschützer ihrer Heimatprovinz. Das Land ist felsig und karg. Aber dank der besonderen landwirtschaftlichen Methoden der Rotwardon konnte Boden bewirtschaftet werden, den andere Völker nicht bestellen konnten. Schauen wir uns nun näher die Heimat der Hochelfen an. Die Somerset-Inseln sind eine atemberaubende Provinz,
die für ihre wunderschönen Strände und majestätischen Berge bekannt ist. Die Hochelfen, auch bekannt als Altmeer, leben hier schon seit Jahrhunderten und haben eine reiche Kultur und Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückreicht. Die Hochelfen haben sich oft gegen Eindringlinge verteidigt, darunter auch die Maormer, eine Spezies von Meeresbewohnern, die oft versucht haben, die Inseln zu erobern. Die Altmeer sind ein stolzes Volk, das für seine Weisheit und mächtige Magie bekannt ist. Sie haben eine lange Lebenserwartung und gelten als sehr alt, was ihnen eine tiefe Weisheit und ein tiefes Verständnis für die Welt um sie herum gibt. Die Hochelfen sind als begabte Handwerker und Künstler auch bekannt. Sie stellen wunderschöne Kunstwerke und architektonische Meisterwerke her, die die Insel schmücken. Doch sind sie auch gefährliche Krieger, die ihre mächtige Magie im Kampf einsetzen können. Im Jahr der zweiten Ära 580 gründeten die Altmeer das erste Altmeri-Dominion, angeführt von Königin Eiren, um mit den Bosmern und den Khajiit den Rubinthron zu erobern und die Ebenenverschmelzung von Molag Bal zu stoppen. Der zweite Altmeri-Bund wurde in der zweiten Ära 830 gegründet, als Valenwald von den Erbstreitigkeiten der Camoran-Dynastie zerrüttet wurde und drohte, sich West-Cyrodiil anzuschließen. Dank Camoran Anaxesmis konnte der Talmor eingeschleust werden und die Regierung übernehmen, wodurch Valenwald für 50 Jahre an Somerset gebunden wurde. Die Hochelfen leben 2- bis 3-mal so lang wie die Menschen- und Tiervölker und sind in der Regel größer als diese. Allerdings gibt es auch Altmeer, die weit über 1000 Jahre alt sind. Ihre blassgoldene Haut und meist goldene Augen verleihen ihnen ein unverwechselbares Aussehen. Valenwald, die Provinz der Bosmer, ist bekannt als der Garten Tamriels. Sie liegt im Südwesten des Kontinents und grenzt an den Ätherischen Ozean. Die Landschaft ist dicht bewaldet und von üppigen Dschungel bedeckt. Die Bosmer sind ein erfahrenes Jägervolk und beschützen den Wald mit ihrem Leben. Sie leben im Einklang mit der Natur und achten den grünen Pakt, der ihnen verbietet, den Wald zu schädigen. Die Bosmer sind in Valenwald unter dem starken Einfluss der Altmeer von Somerset, die auch lange Zeit die Macht über die Provinz hatten. Dementsprechend hat Valenwald eine bewegte Geschichte, die von Konflikten und Machtwechsel geprägt ist. Die Talmor, eine Organisation von Altmeer-Zauberern, übernahm die Macht in Valenwald nach einem Putsch gegen die Regierung. Truppen aus Alinor, der Hauptstadt der Somerset-Inseln, marschierten in Valenwald ein und sicherten die Macht der Putschisten. Die Talmor festigten ihre Macht in Alinor und Valenwald in den nächsten 69 Jahren. Die Bosmer haben eine lange Tradition in der Provinz und spielten in der Geschichte von Valenwald eine wichtige Rolle. In der Ära der Dämmerung besaßen die Bosmer noch keine feste Form und wandelten ständig in ihrer Gestalt von Tier zu Pflanze umher. Erst Ifre konnte ihnen ihre Gestalt beibringen und formte sie nach dem Bild der Meer. Auch verpflichtete er sie dem grünen Pakt, der ihnen verbot, den Wald zu schädigen, sodass sie sich karnivorisch und sogar kannibalisch ernährten, da sie nichts verkommen lassen durften im Wald. Elsewhere ist eine der südlichen Provinzen Tamriels und liegt östlich von Cyrodiil, in der Nähe der Nibenbucht. Die Landschaft ist geprägt von Graslandschaften und hohen Gebirge. Die Khajiit sind die einheimischen Bewohner von Elsewhere und haben eine reiche Kultur und Geschichte. Ihr Volk ist katzenartig, mit verschiedenen Arten, die sich aufgrund der Mondphasen unterscheiden. Sie haben Krallen an ihren Händen und Füßen, die sie im Kampf einsetzen können, und bevorzugen leichte Waffen und Rüstungen. Die Khajiit haben auch eine eigene Religion, die den Göttern anderer Tamriel-Völker ähnelt, aber auch eigene, einzigartige Glaubensinhalte besitzt. Sie beten die Monde, Marsa und Sekunda als Götter an und haben auch ihre eigenen Gottheiten wie Alkosh, den Gott des Krieges, und Shik-Gorath, den Gott des Wahnsinns. In der Geschichte von Tamriel hat Elsewhere eine wichtige Rolle gespielt. Während der sogenannten Nächte der Leere verschwanden die Monde Marsa und Sekunda für 2 Jahre vom Himmel. Der Talmor, eine mächtige Fraktion der Altmeer, behauptete, die Monde wieder erscheinen lassen zu können und gewann dadurch großen Einfluss auf die Khajiit. Sie lösten die Konföderation von Elsewhere auf und restaurierten die alten Königreiche von Aniquina und Peditine.
die nun als Vasallenstaaten des Altmeri-Bundes dienten. Die Kaschid haben auch einen Ruf als Diebe und Gesetzesbrecher bei anderen Tamriel-Völkern, aber in ihren Augen gehört etwas niemanden, wenn es nicht ausdrücklich als Eigentum gekennzeichnet ist. Sie sind auch bekannt für ihre Liebe zu Süßspeisen, die oft mit Mondzucker enthalten sind. Eine potenzielle Droge, die nur von Kaschid vertragen wird. Werfen wir nun einen Blick auf Schwarzmarsch, eine der mysteriösesten Provinzen von Tamriel. Hier leben die Argonia, eine Spezies von intelligenten Echsenmenschen, die tief in den Sümpfen und Dschungeln der Region verwurzelt sind. Die Geschichte von Schwarzmarsch ist reich und voller Konflikte. Die Region wurde von vielen verschiedenen Völkern beherrscht, darunter auch das Kaiserliche Reich. Aber die Argonia haben immer wieder Widerstand geleistet und ihre Unabhängigkeit verteidigt. Die Bevölkerung von Schwarzmarsch ist genauso faszinierend wie die Geschichte der Region. Die Argonia haben eine einzigartige Kultur und Religion, die stark von den Histbäumen geprägt ist. Diese Bäume sind heilig für die Argonia und dienen als Zentrum ihrer Spiritualität und Mythologie. Die Argonia glauben, dass ihre Seelen von den Hist erschaffen und bewacht werden und dass sie nach dem Tod zu den Bäumen zurückkehren. Die Hierarchie der Argonia ist komplex und traditionell. Obwohl es einen König gibt, sind die Argonia in Tausende von Stämmen unterteilt, von denen jeder eine einzigartige Kultur und Identität besitzt. Die Schattenschuppen zum Beispiel sind eine geheime Organisation von Assassinen, die unter dem Schutz des Königs operieren. Die Argonia sind auch bekannt für ihr einzigartiges Aussehen und ihre Physiologie. Sie sind reptilienartig und haben scharfe Zähne und Klauen. Sie sind Kaltblüter und bevorzugen tropische und subtropische Klimazonen. Aber sie haben auch erstaunliche Fähigkeiten und können unter Wasser atmen und ihren Schwanz als Steuerhilfe nutzen. Morrowind ist eine Provinz im Nordosten von Tamriel und wird von der großen Insel Vardenfell dominiert. Hier können wir in The Elder Scrolls 3 Morrowind unsere Abenteuer erleben. Die Landschaft ist primär durch vulkanische Aktivitäten geprägt, aber auch sumpfige Gebiete kommen vor. Die Provinz ist übersät mit dädrischen Schreien und Dwemer-Ruinen, die es zu entdecken gilt. Nun kommen wir zu den Bewohnern von Morrowind, den Dunmern. Sie sind dunkelhäutige Elfen, die einst als Schimmer aus den Somerset-Inseln zu Morrowind gekommen sind. Sie folgten Velot, welcher im Namen von Boethias zu ihnen sprach und brachten eine neue Kultur nach Tamriel. Die Dunmer sind dafür bekannt, intelligent, stark und schnell zu sein, aber auch vom Schicksal gebeutelt zu werden. Im Morrowind gehören die meisten Dunmer einem der sieben großen Häuser an, die von Bauern bis Assassinen der Morak-Tong reichen. Auf dem Schlachtfeld sind sie für ihre ausgewogene Zusammensetzung aus Schwertkämpfern, Scharfschützen und Kampfmagiern bekannt. Die Geschichte von Morrowind ist von Kriegen geprägt. Die Dunmer waren einst die Schimmer und kamen von den Somerset-Inseln. Sie ließen sich in Morrowind nieder und blühten dort auf, bis die Veloti-Zivilisation zerbrach und sich in eine Ansammlung von Clans und Stammeskriegen auflöste. Durch jene Uneinigkeit gelangte es Himmelsrand, Morrowind zu erobern und zu regieren, bis die Dunmer und Dwemer eine Allianz gegen die Nord bildeten und sich schließlich vertrieben hatten. Die Dunmer gründeten daraufhin das moderne große Häusersystem mit Endoril Nerevar, seinen drei Beratern und dem Tribunal, bestehend aus Almalexia, Sotasil und Vivek. Diese Union hielten nicht lange und um den Aufstieg des Ersten Kaiserreichs durch die Nord wieder in Himmelsrand zerbrach sie. Der jüngste Ausbruch des Roten Berges hat Morrowind nahezu vollständig verwüstet. Viele Dunmer sind nach Himmelsrand geflohen. Und einige haben sich auf der von dem Großkönig für die Dunmer freigegebene Insel Solstheim niedergelassen. Einige wenige haben sich auch bei der Akademie von Winterfeste angesiedelt, während sich viele andere in Windhelm niedergelassen haben. Windhelm ist übrigens die Hauptstadt der Sturmmäntel, die gegen das Kaiserreich von Tamriel rebellieren. Cyrodiil. Die zentrale Provinz von Tamriel wird oft als das Herz des Kaiserreichs bezeichnet. Die Provinz wird von den Kaiserlichen beherrscht, einem stolzen, menschlichen Volk, die für ihre Diplomatie, Handelsfähigkeiten und Führungsqualitäten bekannt sind. Die Geschichte von Cyrodiil reicht bis in die meretische Ära zurück, als die Nede und Cyronauts von den Aleiden versklavt wurden. Durch die Alessianische Revolution befreiten sich die Völker
und gründeten das Alessianische Kaiserreich. Reman Cyrodiil gründete das nächste Kaiserreich, die Reman-Dynastie, nach der akkadischen Invasion. Das Kaiserreich vereinte ganz Tamriel bis auf Morrowind. Nach dem Tod von Reman Cyrodiil III. Wurde der Potentat Fesudual Shai, ein Namen, den keiner vernünftig aussprechen kann, ich blende ihn euch an dieser Stelle einfach mal ein, Kaiser und rief die zweite Ära aus. Das Interregnum folgte, bis zur Eroberung Tamriels durch Tiber Septim, der das dritte Kaiserreich begründete. Cyrodiil ist auch bekannt für seine vielfältige Landschaft, die von Wäldern, Bergen bis hin zu Seen und Flüssen reicht. Die Provinz beherbergte auch die Kaiserstadt, das politische und kulturelle Zentrum des Kaiserreichs. Die Kaiserlichen sind eines der prominentesten Völker auf Tamriel und haben ihren Ruf durch ihre Führungskompetenz erworben. Sie sind auch bekannt für ihre Fähigkeiten als Kämpfer und Magier. Sie haben kulturelle Einflüsse von den Aleiden und Akaviri erfahren, was sich in ihrer Kriegsführung und ihrer Architektur widerspiegelt. Bekannt sind sie für ihre schwere Rüstungen und ihre Fähigkeit, verschiedene Waffen effektiv zu nutzen. In der politischen Landschaft Tamriels spielen die Kaiserlichen die wohl wichtigste Rolle. Sie regieren das Kaiserreich von Tamriel und haben eine reiche Geschichte von Kaiserherrschaften und dynastischen Kämpfen. Die Kaiserlichen sind auch bekannt für ihre Fähigkeit, verschiedene Völker und Provinzen zu vereinen und diplomatisch zu handeln. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie oft in Konflikte verwickelt sind und eine starke militärische Präsenz haben, um ihr Territorium zu schützen. Tamriel ist ein Kontinent mit einer reichen Geschichte, die von zahlreichen Kriegen, Konflikten und Intrigen geprägt ist. An dieser Stelle möchten wir uns einige der wichtigsten historischen Ereignisse auf Tamriel ansehen, die einen großen Einfluss auf die Welt von The Elder Scrolls hatten. Ich werde euch einen grundlegenden Überblick über die wichtigsten Ereignisse bieten, allerdings nicht ins Detail gehen. Wichtig hierbei ist, dass wie bei allen Dingen in The Elder Scrolls die Überlieferungen von den Bewohnern selbst verfasst wurden. Wie in der echten Welt stecken diese Texte voller Widersprüche, enthalten teils Lügen oder sind einfach nur Propaganda. Dementsprechend handelt es sich hierbei nur um eine Interpretation der Ereignisse meinerseits. Sicherlich werde ich auch das ein oder andere Ereignis weglassen, wo man meinen könnte, dass das hier eigentlich auftauchen sollte. In zukünftigen Videos werde ich detaillierter auf diesen Abschnitt von The Elder Scrolls eingehen. Die Geschichte Tamriels lässt sich grob in vier Ären aufteilen. Die erste, zweite, dritte und vierte Ära. Das Universum von The Elder Scrolls, die Aubis, entstand aus den Kräften Arno und Padomei in der Ära der Dämmerung. Dieser Zeitabschnitt liegt weit in der Vergangenheit von den eben erwähnten Ähren. Je nachdem, welcher Überlieferung man Glauben schenken mag, spalteten sich die beiden Kräfte Arno und Padomei weiter auf und formten Arnuel und Sitis, deren Zwischenspiel die Aubis erschuf. Aus ihrem Kampf entstanden die Edra und die Dedra, sowie Nurn. Einer der Edra war Lorcan, der den anderen Göttern vorschlug, eine neue Welt zu erschaffen. Dies war der Beginn von Mundus. Einige Edra stimmten zu und wurden als die acht Göttlichen bekannt, während andere ablehnten und als die Magna Ge bekannt wurden. Die Magna Ge flohen durch den Himmel und hinterließen Löcher, die als Sterne bekannt sind. Die Dedra hingegen mischten sich nicht in die Schöpfung ein und behielten ihre eigenen Domänen in Oblivion. Die Schöpfung von Nurn erwies sich als anstrengend für die Edra, die dabei ihre Unsterblichkeit verloren. Einige von ihnen starben und wurden zu den Erdknochen, die Gesetze der Natur, während andere zu den Elnofey wurden, den Vorfahren der Menschen und Elfen. Doch die Edra erkannten, dass Lorcan sie getäuscht hatte und dass er beabsichtigte, aus ihrer Kraft eine neue Form des Lebens zu erschaffen. Sie fühlten sich betrogen und rissen sein Herz aus seiner Brust. Sie warfen es auf Nurn, wo es zum Roten Berg wurde. Das Herz von Lorcan pulsierte weiterhin mit Leben und zog viele Wesen an, die versuchten, seine Macht zu nutzen oder zu zerstören. Dies führte zu vielen Konflikten zwischen verschiedenen Spezies auf Nurn. Ein bedeutender Konflikt fand statt zwischen den Dwemern und den Schimern, die später als Dunkelelfen bekannt wurden.
Der Krieg begann, als die Dwemer versuchten, das Herz von Lorcan zu nutzen, um selbst zu Göttern aufzusteigen. Die Chimär sahen dies als einen Akt der Blasphemie und griffen die Dwemer an. Der Krieg dauerte mehrere Jahrzehnte und endete schließlich mit dem Verschwinden der Dwemer. Niemand weiß, wohin die Dwemer verschwanden. Vielleicht erreichten sie ihr Ziel und wurden zu Göttern. Wichtig, historisch betrachtet, ist definitiv auch die Gründung des Kaiserreichs von Tamriel. Das erste Kaiserreich wurde von der Frau Alessia gegründet, die eine Rebellion gegen die Aleiden, die zu dieser Zeit die Macht in Tamriel hatten, anführte. Nach einem langen Krieg gelang es ihr, die Aleiden zu besiegen und das erste Kaiserreich zu gründen in der ersten Ära. In der Geschichte von Tamriel sollte das Kaiserreich immer eine wichtige Rolle spielen und stellt ein Bollwerk der Menschen gegen die Hochelfen dar. Ein weiteres sehr wichtiges Ereignis war die Oblivion-Krise, bei dem die Tore nach Oblivion geöffnet wurden und Dämonen von Melrunes Dagon in Tamriel einfielen. Die Krise ereignete sich in der dritten Ära 433, als der Kaiser von Tamriel ermordet wurde und die Tore nach Oblivion von einem mysteriösen Kult geöffnet wurden. Der Spielcharakter in The Elder Scrolls IV Oblivion hatte die Aufgabe, die Tore von Oblivion zu schließen und die Krise zu beenden. Die Oblivion-Krise hatte einen großen Einfluss auf die Politik und die Kultur von Tamriel und führte unter anderem dazu, dass sich die Magiergilde auflöste, weil Teile der Bevölkerung den Magiern die Schuld für die Krise gaben. Durch die Oblivion-Krise war das Kaiserreich geschwächt, was unweigerlich die alten Sklavenhalter der Menschen wieder auf den Plan rief. Die Altmeer nutzten das Machtvakuum und bauten ihren dritten Altmeri-Bund aus. Es kam zum großen Krieg in der vierten Ära 171. Der große Krieg war vorwiegend ein Konflikt zwischen dem Kaiserreich von Tamriel und den Talmor, eine Gruppe von Altmeer, die die Vorherrschaft der Elfen in Tamriel wiederherstellen wollten. Der Krieg dauerte mehrere Jahre und endete schließlich mit einem Waffenstillstand. Es wurde das sogenannte Weißgold-Konkordat unterzeichnet, ein Vertrag, der zu Ungunsten für das Kaiserreich ausfiel und schlussendlich den Bürgerkrieg in Himmelsrand auslöste, weil Ulfric Sturmmantel den Bedingungen sich nicht unterwerfen wollte und eine Rebellion anzettelte. Der Kontinent Tamriel ist mit seinen Kulturen und Völkern ein faszinierender Ort, voller Wunder und spannender Geheimnisse. Seine Geschichte ist vielseitig. Wenn du mehr zu der Erschaffung des Kosmos von The Elder Scrolls erfahren willst, dann klicke dich gerne hier in dieses Video. Oder aber du möchtest herausfinden, was mit den Dwemern geschehen ist? Dann ist dieses Video das Richtige für dich.